Ja, hallo Ruris, Pottis, Pöttler, Kumpelanerinnen und Kumpelaner, liebe Kumpelfreundinnen und Kumpelfreunde. Hallo Kumpelpottis und somit auch herzlich willkommen bei Pottananda. Ich bin der Schrömi und ich zeige euch heute Pottbikes. Und zwar bin ich in Rellinghausen. Da geht's lang. Ja, Freunde, ihr wisst ja, das Ruhrgebiet hält zusammen. Und angezogen von dem Namen, und zwar auch von der Vorsilbe Pott, Pottbikes, bin ich neugierig geworden und habe auch die Jungs direkt mal angefragt, ob ich da nicht mal vorbeikommen kann. Denn wir sind hier unter anderem auch in einem historischen Gebäude, einer alten Bergwerkskaue. Ich bin mal gespannt, ob da jemand da ist. Also, wenn ihr gespannt seid und fahrradbegeistert seid, dann folgt mir. Auf geht's! Ja, ein Fahrradladen der ganz, ganz besonderen Art. Wir stehen hier tatsächlich in einer alten Bergmannskaue. Und zwar der Zeche Ludwig. Und ich habe tatsächlich nicht den Ludwig, sondern den Hans hier gefunden. Hallo Hans. Hallo Sascha. Hi. Ja, hi. Schön dich zu sehen. Ich freue mich tatsächlich hier zu sein. Ganz, ganz besonders, wie gesagt, mich ziehen die Gebäude magisch an. Das hat Charme, das hat Charakter. Da werden wieder alte Zechen, Gebäude im neuen Leben eingehaucht. Mhm. Und wir haben hier einen Fahrradladen. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Ja, Pottbikes gibt es hier in den Räumlichkeiten seit ungefähr Ende Februar. Wir haben 700 Quadratmeter Verkaufsfläche. Die Jungs, die hier arbeiten, die haben alle eine sehr, sehr hohe Verbindung zum Ruhrpott. Ja. Es geht um Ehrlichkeit, ja. Es geht um Verbundenheit. Ja. Das kriegen wir von unseren Kunden tagtäglich wiedergespiegelt, auch wenn in der Werkstatt was zu tun ist. Ja. Die haben Spaß dran und das ist, glaube ich, das Wichtigste für einen Fahrradladen. Und ich glaube, so eine Halle hat in Essen kein anderes Fahrradgeschäft. Das hat einfach Charme. Wir planen auch hier zukünftig eine zweite Ebene einzuziehen, sodass wir noch ein bisschen größere Verkaufsflächen haben und da freuen wir uns tierisch drauf. Ich finde es sehr, sehr, sehr spannend. Wirklich ganz klar, die Verbundenheit der Leute mit der Region ist ja wirklich enorm. Fahrrad erlebt tatsächlich wieder einen neuen Boom. Merkt man das auch hier? Gibt es irgendwie den Trend? Ist der spürbar in Sachen E-Bikes oder Lastenbikes? Oder gibt es Anfragen zu Radreisen? Hat man da mehr Bedarf an Zubehör oder hat man da eine Trendwende vielleicht oder einfach wieder das Rad neu entdeckt? Also ob man das Rad neu entdeckt hat, da machen wir ein Fragezeichen dahinter, aber der Trend geht eindeutig zum E-Bike. Ja, okay. Über alle Altersklassen, in der Regel natürlich erstmal sicherlich etwas ältere, aber auch junge Leute kommen und wollen E-Bikes haben. Wir haben sehr gute Marken, wir haben Giant, Trek, Merida, Centurion, Diamant, Elektra, Rough Cycles, das sind alles sehr, sehr große Marken, teilweise die größten, die wir haben auf der Welt. Und die stellen schon gutes Material hin. In allen Kategorien, Mountainbikes, Citybikes, mit E-Antrieb, aber auch, es gibt natürlich Räder auch ohne. Und die Lastenräder, das ist, glaube ich, wirklich ein Trend der nächsten Jahre. Merkt man ja auch. Super. Ne? Also wenn man wirklich hier in der Stadt wohnt, da sind alle Wege fußläufig erreichbar. Den Rest machst du mit dem Rad, genau. Auto kannst du stehen lassen. Ich habe ja vor 2-3 Jahren den klassischen Ruhrtalradweg auch gemacht, so als Mehrgenerationentour mit meinem Papa, mit meinem Sohnemann, er war damals 10 Jahre alt.
also jetzt dann, also wirklich fast 3 Jahre her. Und ich habe gemerkt, ja, mit Gepäck wird es ganz schön anstrengend. Also ich Absolut. Hätte mir tatsächlich auch ein E-Bike gewünscht, ja. obwohl man immer so ein bisschen Vorbehalte hat. Ja. Und das war tatsächlich, weil es auch sehr, sehr heiß war draußen, extrem sportlich, super belastend, ja. Auch wenn man relativ fit war. Also ja, das scheint definitiv die Entwicklung zu sein. Und wie gesagt, auf jeden Fall. Meine aktive Zeit ist Anfang, Mitte der 90er. Ich erlebe ja auch einen Quantensprung. Ja. Und wenn ich sehe, dass man jetzt nicht nur in einen Laden kommt, sondern jederzeit Teile bezieht. Ich sehe zum Beispiel draußen 24/7 Teile. Ja. Gibt es das hier auch? Das gibt es auch. Wir haben neben dem eigentlichen Ladenlokal, wo wir ja drinstehen, natürlich über potbikes.de auch einen Online-Shop, der natürlich 24/7 ja, geöffnet cool. ist. Und ja, diese Kombination, die macht schon viel Freude und wir versuchen natürlich auch die Kundenwünsche bestmöglich zu beantworten und zu bedienen. Es ist ja auch lokal. Ne? Ja. Du kommst hier rein, hast sofort einen Ansprechpartner und ja, man ist sofort irgendwie per Du. Also ich habe richtig Bock, den Laden auch mal näher kennenzulernen, gucke mir gleich die ein oder anderen Räder an. Hier steckt meines Erachtens nach jede Menge Potenzial hinter. Und ja, auf welchem Gelände befinden wir uns denn hier eigentlich? Also wir befinden uns hier auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Ludwig. Das hier ist die alte Bergmannskaue und das Ambiente ist einfach auch klasse. Und das ist auch so mittelfristig bis langfristig auch unser Ziel, dass wir gerade diesen Laden hier mit seiner Lokalität, der direkten Anbindung an den Essener Süden, perspektivisch schon zu einem Treffpunkt für Radfahrer jeglicher Couleur machen wollen. Absolut, ist ja eine totale Bergbautradition. Genau. Viele Kleinstzechen, auch in Rellinghausen, auch so ein bisschen die Wiege und die Anfänge so des Ruhrbergbaus. Genau. Also Zeche Ludwig hast du gesagt. Ich hätte fast gedacht Zeche Langenbrahm. Nein, Zeche Ludwig. Ja, sehr, sehr charmant. Also ich bin gespannt. Ja, wenn ihr Bock habt, kommt doch einfach mit. Wir gehen einmal mit der Kamera durch den Laden. Lieber Hans, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die tollen Worte und wünsche auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Glück und vor allem viel Erfolg mit dem Laden. Ich bin dabei, Potbikes, Potternander, ja, Meet and Greet. Ciao. Ich habe dir zu danken, dass du hier bist. Ja. Danke. Bis demnächst. Ciao. Ja, Freunde, das war's bei Potbikes. Potternander meets Potbikes. Hat mir super, richtig gut gefallen. Total nette Typen, eine absolut spannende, charmante Halle. Mit auch noch bergbaugeschichtlichem Hintergrund. Also, das ist meines Erachtens nach ein Laden, der passt super in der Region. Das kommt total authentisch rüber. Und ja, ich komme aus einer Fahrradfamilie. Und kann immer nur sagen, wenn das erste Gefühl stimmt, dann bist du da richtig. Also, und wenn ihr meint, ob ihr hier richtig seid, ja, was macht ihr dann? Dann geht mal hin und besucht die Jungs. Die freuen sich auf jeden Fall. Bis dahin, euer Strömi von Potternander. Bye, bye.